Hallo und herzlich willkommen zurück bei Tesla Mac. Mein Name ist Marian und ich bringe dir heute ein weiteres Update und wir haben großartige Nachrichten aus China, die wir sofort behandeln werden. Auch den Cybertruck heute, FSD, welches nach Europa kommen soll und noch so einige andere Dinge habe ich für dich vorbereitet. Und starten wir gleich mal rein mit dem ersten Thema und zwar China. Und zwar hat Tesla hier einen neuen Rekord erreicht. Insgesamt im September ja 56.000 Autos verkauft und davon 52.000 nur in China. Jetzt ist es ja so, dass der chinesische Markt, und das ist ja auch heute rausgekommen in den Nachrichten, der allgemeine Markt, wenn es um Diesel und Benziner geht, weiter rückgängig ist und zwar stark rückläufig ist und dass aber der Elektromarkt an sich weiter wächst. Das heißt, der Trend ist klar, die Strategie ist klar, das, was die Regierung in China erreichen möchte, wird auch umgesetzt. Und es ist natürlich so, dass Tesla nicht alleine in China ist. Wir wissen, dass es hier qualitativ gute Alternativen auch gibt zu Tesla. Und zwar NIO und BYD, um jetzt mal die zwei größten dann zu nennen. Und so ist es auch in den Zahlen zu sehen, dass BYD jetzt das erste Mal an Tesla vorbeigezogen ist in China. Ich sehe das nicht als Niederlage für Tesla. Es ist grundsätzlich einfach so, dass Tesla so viele Bestellungen querfeldein durch Europa ja dann auch noch abfangen muss. Dass natürlich eine Zahl wie 52.000 ein absoluter neuer Rekord für Mainland China sind. Und das ist eine unfassbar gute Entwicklung in den letzten Monaten. Und natürlich wissen wir, dass die chinesischen Kunden immer gerne natürlich auch chinesische Brands bzw. Produkte bevorzugen. Also grundsätzlich muss sich da Tesla nicht zu allzu viel Sorgen machen. Was auf jeden Fall widersprochen wird, ist, dass der chinesische Markt schon gesättigt ist. Das ist eindeutig nicht der Fall. Und dementsprechend können wir in die Zukunft sehr, sehr positiv hineinschauen. Auch die Aktie von Tesla hat heute dieses gleich wiedergespiegelt. Dann schauen wir nochmal auf den FSD, denn Elon Musk hat sich ja auch nochmal zum FSD für Deutschland geäußert. Er ist der Meinung, dass wenn die Geschwindigkeit, in dem sich das Programm jetzt ja verbessert und auch besser wird in den nächsten Monaten und die nächsten 1000 neuen Beta-Tester, die ja jetzt gekommen sind, auch alle weiter gute Erfahrungen machen und die Probleme, die da sind, dann auch noch behoben werden, dass dann Ende nächsten Jahres von der Elon-Zeit her in Europa dann auch das FSD möglich wird, in der Form, wie es sein soll. Wir wissen alle, dass der Zeitrahmen nicht immer so akkurat ist, aber darauf gehen wir gleich nochmal ein. Was ihr hier seht, das ist eine kleine Revolution. Der Sitz ist genau auf dem Batteriesegment, welches wir ja dann mit den neuen Batterien in Grünheide sehen werden, genau obendrauf gebaut. Die Tatsache, dass dieses aber jetzt schon direkt drauf gebaut wird, könnte zeigen, dass Tesla auch hier wieder einen Weg gefunden hat, um Arbeitsschritte effizienter und besser zu machen. Der übliche Weg ist, man hat die ganze Form des Autos, man hat die Batterie unten drin und dann gibt es ja die Geräte, die diese Sitze immer so ganz komisch schief durch die Tür werden, die dann rein installiert. Und dieser Arbeitsschritt scheint hier ja entsprechend einfach wegzufallen, weil man den Schritt anders geht. Man möchte die Batterie haben, dann hat man darauf dann gleich den Sitz drauf und darum kommt das Gehäuse. Und das scheint wohl ein effizienterer Weg zu sein als den man bisher kennt. Also dementsprechend, das sind genau die kleinen Punkte, die ich an Tesla immer so mag, dass sie an solchen Kleinigkeiten arbeiten. Natürlich sagt ihr zu Recht, es wäre schön, wenn sie auch noch an anderen Ecken an diesen Kleinigkeiten arbeiten, wie zum Beispiel, wenn es um die Schildererkennung geht, wie zum Beispiel am FSD. Aber da muss ich euch ganz ehrlich sagen, das hat auch ein wenig damit zu tun, dass wir jetzt in Europa ein bisschen hinterher sind, wenn es um die Updates beim autonomen Fahren geht. Die Technologie bei der Beta-Version in Amerika ist einfach schon viel, viel weiter. Und den Stand, den wir bis jetzt haben hier in Europa, wird dazu führen, dass wahrscheinlich nicht viele mehr Updates kommen werden, bevor dann Ende nächsten Jahres, wenn es dann wirklich möglich ist, in Europa dann das große Update kommt mit dem, was man jetzt aus Amerika geupdatet hat. Mal schauen, wie sich das weiterentwickeln wird. Wir müssen da gespannt
bleiben. Genauso wie es um den Cybertruck geht. Ja, Elon möchte den Cybertruck nach Europa bringen, hat aber auch selber gesagt, dass es einfach basierend auf den Regularien nicht möglich ist und dass man hier ein Redesign machen müsste, um es an die ganzen Gegebenheiten hier in Europa anzupassen. Ihr hattet ja auch oft oder einige von euch hatten auch oft mitgeteilt, dass es ja auch eine Sicherheitsfrage ist, dieser Stahl hat keinen Widerstand bzw. würde sich nicht eindrücken beim Crash. Das ist das, was einige Leute gesagt haben, dass das auch bei Sicherheitsfragen ein Problem werden könnte. Und das Gewicht soll das größte Problem sein, denn bei dem Gewicht, den der Cybertruck hat, mit voller Ladung könnte es darauf hinausgehen, dass du einen LKW-Führerschein brauchst. Und das ist natürlich in keinem Interesse von Tesla oder einem Fahrer, jetzt noch einen LKW-Führerschein zu machen. Das wäre vollkommener Quatsch. Des Weiteren gibt es jetzt bei der Beta-Version, nochmal zurück zum FSD, gibt es bei der Beta-Version weitere Updates und es werden alle Updates jetzt nur noch möglich zu fahren mit Pure Vision. Es wird kein Radar mehr benutzt. Es ist so, dass Elon Musk das auch nochmal gesagt hat, dass man den Beweis dafür hat, dass das Radar gar nicht mehr so gut ist wie die Kamera und dass das der Grund ist, warum selbst Autos, die jetzt noch Radar drin haben, dieses gar nicht mehr einsetzen können, wenn die Beta-Version stattfindet. Eine Sache, die natürlich zum Thema Datenschutz und allgemein grundsätzlich hat ja Tesla hier in der Vergangenheit auch mit diesen Agreements, die gemacht werden, ein großes Problem gehabt. Tesla hat die Non-Disclosure Agreement, welches nahegelegt hat, dass man über den FSD nicht negativ berichten sollte, haben sie gecancelt, es ist weggefallen, weil das sowieso sehr viel Kritik hervorgerufen hat. Aber man muss dann sagen, okay, wenigstens haben sie darauf reagiert und es wieder weggelassen. Ja, als nächstes schauen wir nochmal kurz zurück. Wir hatten ja über die Zahlen geredet in China und wir hatten auch über die, den Ausblick gesehen, was dann jetzt noch demnächst hier passieren wird. Grundsätzlich für den Bereich von Grünheide können wir sagen, dass wirklich die Testproduktion sehr, sehr gut läuft. Die Leute und auch hier der Jeff Roberts, der diesen Content hier vorbereitet bzw. tätigt auf seinem Kanal, gerne mal vorbeischauen, bestätigen, dass dieser Testlauf sehr erfolgreich dort in Austin stattfindet. Und jetzt können wir sehr gespannt sein, ob die Produktion gleichzeitig losgehen wird. Das Wachstum, welches Tesla hier jetzt durch die zwei Fabriken dann in Zukunft bedienen kann, ist genau das, was auch die Analystengruppe Wedbush, die ja die Aktie bei bullischen $1000 sieht, auch als perfekten Sturm sieht. Tesla hat mit diesen zwei Fabriken laut Wedbush perfekt erreicht, jetzt entsprechend diesen Schritt zu gehen, weil der Markt wächst und Tesla jetzt schon nicht hinterherkommt, um dann eben halt weiter entsprechend den Markt adäquat zu bedienen, sind diese zwei Fabriken eklatant nötig. Und das wird Tesla einen riesen Vorteil bringen, wenn die Fabriken hier hochgefahren sind. Dementsprechend habe ich heute für euch einige Nachrichten gehabt. Ich danke dir natürlich, dass du wieder dabei warst und dir heute die Zeit genommen hast. Ich glaube, es ist wichtig, dass man in all den ganzen vielen Details, die es da draußen gibt, immer sieht, dass es ein Großes und Ganzes gibt. Und es ist doch immer sehr erfreulich, wenn man sieht, dass ein Unternehmen voranschreitet und die Welt verändert. Und dementsprechend wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Bis dann!